Kurz informiert mit Isabel Grünewald und das sind die Schlagzeilen. Jugend fordert mehr Cybersicherheit, Transparenz und Mitsprache. Parlamentarier haben großen Gesprächsbedarf zur Netzpolitik. Medienstartup Buzzard will Diskurs und Vielfalt fördern und digitale Drecksarbeit zum Dumpinglohn. Erstmals trafen sich am Vorabend des Internet Governance Forums der Vereinten Nationen in Berlin rund 100 junge Menschen, um ihre Forderungen für die internationale Netzpolitik zu diskutieren. Anders als die alten einigten sie sich innerhalb eines Tages auf 11 konkrete netzpolitische Empfehlungen. So müssten lebensnotwendige Dienste durch Audits und nationale Strategien abgesichert werden. Bei der Cybersicherheit empfehlen sie, noch stärker auf die Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand, Unternehmen und Bürger zu setzen. In Bezug auf Falschinformationen fordern die Jugendlichen kategorisch den Verzicht auf Techniken zum Microtargeting. Und von Netzbetreibern erwarten sie, dass sie transparent über ihre Algorithmen, ihre Datenverarbeitung und die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, berichten. Erstmals treffen sich beim Internet Governance Forum auch Parlamentarier aus aller Welt zu einem eigenen Austausch von Ideen. Ziel ist es, laut dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses Hans-Jörg Dürz, digitalpolitisch aktive Parlamentarier besser zu vernetzen und zugleich die netzpolitischen Debatten des IGF in die Parlamente in aller Welt zu tragen. In vielen Punkten waren sich die Parlamentarier schnell einig. Die Netzpolitik ist oft unterbelichtet in den Parlamenten, das Wissen über technische Grundlagen zu gering und die Politiker teilweise auch einfach zu alt. Raus aus der Filterblase. Dieses Ziel verfolgt das Medienstartup Buzzard. Das Portal bietet einen Überblick zu den am meisten besprochenen Themen des Tages im Internet, aber vor allem auch passende Kommentare und Gegenargumente. Die Gründer wollen explizit den Diskurs fördern. Um ihr Angebot auszuweiten, haben sie eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Videos von Hinrichtungen, Hetze und Missbrauch. Content-Moderatoren für YouTube müssen Verstörendes ertragen. In der aktuellen Ausgabe deckt Europas größtes IT- und Tech-Magazin CT auf, dass die Mitarbeiter der deutschen IT-Dienstleister dafür schlecht bezahlt werden und sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.